Gut, wir machen gleich weiter. Herzlich willkommen, Simon Schlauri. Das Thema ist die Vision des Schweizer Fernwärmenetzes, Netzneutralität und Glasfaserentbindung. Simon Schlauri ist seit 6 Jahren selbstständiger Rechtsanwalt für Informations- und Technologierecht. Er engagiert sich für ein modernes Fernwärmenetz in der Schweiz. Simon ist auch Mitglied hier bei der Digitalen Gesellschaft. 2010 hat er sich zum Thema Netzneutralität mobilisiert. Schwarz. Ja, vielen Dank. Hört man mich? Ja, schon. Ich freue mich heute ein bisschen etwas über die Netzneutralität zu erzählen. Vor allem bei der Glasfaserentbindung gibt es leider nicht so viel, worüber man sprechen könnte diesmal. Ganz kurz, Netzneutralität, wir sind auf der Zielgeraden zu meiner großen Freude. Ich werde zuerst mal erklären, worum es geht. Der Vortrag ist als für Fortgeschrittene bezeichnet, also ich werde nicht allzu in die Details gehen. Wozu brauchen wir Netzneutralität? Dann die Frage politisch, was wollte der Bundesrat ursprünglich? Dann, wie hat die digitale Gesellschaft reagiert darauf? Und dann, was ist daraus im Parlament geworden? Der nächste oder der zweite Teil, der sehr kurz sein wird, da geht es um die Zugangsregulierung, also Interkonnektion oder wie man sagt, Zugang zur letzten Meile. Da war die Frage, ob man das auf die Glasfaser erweitern würde. Swisscom gezwungen wäre, die Glasfaser, die sie legt, zu teilen mit anderen Mobilfunkanbietern. Das ist, wird zu einem Abgesang, weil da sich wenig bewegt, so wie es ausschaut. Gut, Netzneutralität, die meisten werden den Begriff schon gehört haben. Das bedeutet, dass die Internetprovider den Datenverkehr sowohl technisch als auch kommerziell gleich behandelt. Oder anders gesagt, das Netz bleibt offen. Es gibt keine Diskriminierung bei der Übertragung. Daten werden nicht irgendwie verlangsamt, sie werden nicht blockiert, sie werden auch nicht priorisiert, umgekehrt, dass man sie beschleunigt. Das ist mal der technische Teil. Dann gibt es aber auch noch einen kommerziellen Teil, dass man zum Beispiel bei der Übertragung von einem Anbieter oder von einem Dienst die Daten mitlaufen, den Zähler mitlaufen lässt. Und bei anderen Diensten den Zähler anhält, mit dem Ergebnis, dass die Leute in der Regel den Dienst wählen werden, wo der Zähler eben nicht läuft, weil sie sonst zumindest nicht einen Leistung haben, das halt weniger zahlen. Darum geht es bei der Netzneutralität. Also wir haben eigentlich zwei Aspekte, wir haben einen kommerziellen Teil und wir haben einen technischen Teil. Ein Beispiel in der Schweiz, das vielleicht bekannt ist, im Fall einer kommerziellen Diskriminierung ist bei Sunrise, das ist bis heute der Fall bei diesem Abo Freedom Young, hier ein Auszug aus der Webseite von, glaube ich, vorgestern. Es ist einfach so, dass man, wenn man ein Mobilfunkabo hat, von denen dann werden Daten für WhatsApp in der Schweiz und im Ausland werden unlimitiert übertragen. Das heißt, man hat eine Flatrate und kriegt für diese Daten. Für andere Dienste, zum Beispiel für Streamer, hat man das dann nicht. Es gibt einen gewissen Anreiz, eben dann WhatsApp zu nutzen. Und nicht Streamer. Snapchat dasselbe, einfach solange man in der Schweiz ist, offenbar hat man dann gefunden, ja, Snapchat ist etwas, das ein bisschen mehr Daten braucht, im Roaming ist das zu weit, sonst wird es zu teuer. Motivation kann zweierlei sein für so etwas. Entweder man macht einen Deal mit dem entsprechenden Anbieter, der zahlt sogar noch ein bisschen etwas für Zero Rating, wie man dem hier sagt, also wegen, dass die Übertragung kostenlos ist, Zero Rating ist. Oder man hat einfach die Idee, dass man gewisse Dinge ein bisschen attraktiver machen will, Dienste attraktiver machen will, das kann man von sich aus machen als Mobilfunkanbieter oder als Telekomunternehmen. Ich habe ein bisschen den Eindruck bei Sunrise, dass nicht ein Deal, wo man wirklich mit WhatsApp zusammengearbeitet hat, sondern einfach seinen Kunden gesagt, ja, wenn ihr WhatsApp nutzt, man muss das ein Produkt, das sehr viele Leute nutzen, das ist ein Produkt, das sehr wenig Daten hat, oder sehr wenig Daten Übertragung mit sich bringt, dann gibt man das gratis. Der Kunde merkt dann schon nicht, dass es ihm gar nicht so viel bringt, aber er hat etwas von glaubt, dass es gratis ist. Und deshalb habe ich es nicht gemacht. Also ich bin jetzt böse, die Marketing-Ideen von Sunrise aufzunehmen. Aber ihr seht, so entstehen diese Dinge. Ergebnis: WhatsApp, das heute schon eigentlich Platzhirsch ist, hat noch einen weiteren Vorteil gegenüber Konkurrenten wie Threema oder Signal oder was es alles gibt. Das findet statt in der Schweiz. Also Netzneutralitätsverletzungen finden heute in der Schweiz statt. Es gibt Gründe, warum man eine Regulierung will, warum man solche Dinge verhindern will. Das sind eigentlich im Wesentlichen drei Gründe. Zuerst geht es um
sage es mal Grundrechte, da geht es um die Informationsfreiheit der Endkunden und auch die Wirtschaftsfreiheit der Anbieter von Inhalten. Also wenn ich Streamer bin, habe ich einen Anspruch daran oder habe ich ein Interesse daran, dass ich eben einfach aufs Netz komme mit meinem Angebot. Wenn ich eine Zeitung bin, Watson bin, dann habe ich ein Interesse daran, dass ich aufs Netz komme mit meinem Angebot in gleicher Art und Weise wie zum Beispiel ein bestehendes Unternehmen, ein altes Unternehmen, wie Grinje seine Angebote aufs Netz bringen kann. Weil man braucht hier diese Gleichheitsspieße, einfach damit der Wettbewerb funktioniert. Das ist vor allem auch aus Perspektive der betreffenden Unternehmen ist das sehr interessant. Wir haben das klassische Wettbewerbsrecht. Man kann sagen, diese Möglichkeit, Zugang zu gewähren zu seinen Kunden, ist eine Art Monopol. Also wenn ich ein Unternehmen bin wie Sunrise, dann sitze ich da auf der Leitung. Ich bin der, der entscheidet, was für Daten über diese Leitung fließen. Und deshalb kann man aus meiner Sicht von einem Monopol sprechen. Das würde dann dazu führen, dass das klassische Wettbewerbsrecht anwendbar ist. Man könnte möglicherweise zur Wettbewerbskommission gehen und sagen, es ist ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, wenn der hingeht und Geld verlangt. Das Problem ist, klassisches Wettbewerbsrecht ist sehr, sehr träge. Da haben Sie 5 Jahre, 10 Jahre Verfahren bis Bundesgericht wieder runter und nochmals rauf. Das dauert viel zu lange. Wenn Sie ein Startup sind, dann bringt Ihnen das nichts. Deshalb gibt es eigentlich schon die Idee, dass man das auch im Fernmeldegesetz als Grundsatz einbringt, sodass die Behörden von sich aus eigentlich dafür sorgen können, dass Netzneutralität stattfindet. Dahinter ist eigentlich weniger noch als im normalen Wettbewerbsrecht, ist vor allem stark die Idee, dass Innovation dann stattfindet im Netz, wenn eben sehr, sehr viele Anbieter parallel ihre Dienste anbieten können, sehr viel Wettbewerb da ist. Und nicht nur dann, wenn ein Einzelner dann ein Monopol missbraucht, sondern dass wir eben eine große Zahl brauchen. Und diese große Zahl ist das Ziel dieser Regulierung der Netzneutralität. Also, ein wesentliches Thema aus Schweizer Perspektive vielleicht noch. Wir haben sehr viele kleine, innovative Unternehmen in der Schweiz, ich habe Threema schon erwähnt. Gerade für die ist es wichtig, dass wir gleich lange Spieße haben, und wenn wir in der Schweiz die Netzneutralität nicht haben, aber wir sie vielleicht in der EU haben, ist das ein Wettbewerbsnachteil für Schweizer Unternehmen, weil sie sich im Heimmarkt nicht entwickeln können. Das brauchen sie aber, um später international erfolgreich zu sein. Was wollte der Bundesrat? Wir hatten vor, ich weiß gar nicht, 2 Jahren Größenordnung einen Entwurf gehabt für eine Revision des Fernmeldegesetzes. Der hat diese Norm hier vorgeschlagen. Wir haben sie, also die Anbieterinnen von Fernmelddiensten, Informationen bei der Übertragung technischer Wirtschaft unterschiedlich. So müssen sie öffentlich darüber informieren. Das war der Ansatz, den man vor gefühlt 10 Jahre in der Europäischen Union eingeführt hat, als ersten Schritt. Nur diese Transparenzpflicht, und es ist gründlich schiefgelaufen. Es gab Unternehmen, die haben dann quasi sich koordiniert. An dem Moment, an dem Tag, wo die Informationspflicht in Kraft getreten ist, gab es Fälle, wo dann Unternehmen in einem Land gleichzeitig angefangen haben, die Netzneutralität zu verletzen. Man hat dann darüber gesprochen, aber in der Regel wird es den Endkunden nicht erreichen. Das hat in der EU nicht funktioniert. Man glaubt in der Schweiz, diesem engen Telekom-Markt, den wir in diesem Land haben, mit ein paar ganz wenigen großen Anbietern, würde der Wettbewerb besser spielen, und deshalb würde hier die Transparenzpflicht ausreichend die Netzneutralität machen. Also das war ein bisschen widersinnig, oder was ich sagen. Wir haben auch von der DigiGuest aus einen Vorschlag entwickelt, haben den eingereicht, haben den auch vertreten in der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen, in der KVF. Entschuldigung. Und ich habe den verteilen lassen, die einen oder anderen sollten ihn jetzt vor sich haben. Der Entwurf der DigiGuest orientierte sich sehr, sehr stark an dem, was die Europäische Union später, als sie eingesehen hat, dass es mit dem Transparenzpflicht nichts bringt, dann eingeführt hat. Mir ist bewusst, das war umstritten, auch da. Es gab sehr viele Leute, die fanden, es geht zu wenig weit. Wir sprechen es nachher noch kurz an, wenn ich das im Detail genau anschaue. Wir haben uns aber an der EU angelehnt, im Bewusstsein, dass es vielleicht einfach ist, so etwas durchzubringen, wenn es schon woanders existiert. Wir haben uns auch ein bisschen an den USA angelehnt. Man hat zudem noch ein Ende des Unterzwangs gefordert, das war ebenfalls ein Teil, und eine Regulierung für Peering, also für das Zusammenschalten von Netzen des Internet. Das Internet besteht aus verschiedenen Netzen, und es
kann interessant sein, diese Netze direkt zusammenzuschalten und Daten zu übertragen. Wenn man es eben nicht tut, führt das zu einem ähnlichen Effekt, die Netzneutralitätsverletzung. Gut, wir haben diesen Vorschlag bei euch. Ich gehe nicht mehr weiter darauf ein. Dann ist die Frage, was wollte das Parlament? Wir haben dann tatsächlich gegen den Willen des Bundesrates eine griffigere Regelung in die Entwürfe des Fernmeldegesetzes geschrieben. Und der sieht ähnlich aus wie der Vorschlag der DigiGES. Man kann nicht sagen, wir seien schuld, war noch nicht der Fall, aber wir haben auch daran gearbeitet. Sie haben sich einfach an dem orientiert, was in der Europäischen Union stattfindet. Und ja, das ist so passiert. Also wir haben zuerst die Informationspflicht, ist klar, dann hat der Nationalrat hat wirklich die ersten Verhaltenspflichten reingebracht, also vor allem ein Diskriminierungsverbot, ein allgemeines, schauen wir uns nachher noch ein bisschen genauer rein. Und der Ständerat hat dann wieder ein bisschen reduziert, die haben eine Ausnahme hinzugefügt zu diesen Verhaltenspflichten, die sogenannte Spezialdienste, schauen wir uns auch noch an. Und jetzt, im Moment, ist es in der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates, noch nicht ganz in trockenen Tüchern, aber trotzdem sehr, sehr weit. Die haben bei dieser Ausnahme für Spezialdienste noch ein bisschen dann umgeschraubt, eigentlich nicht materiell, sondern mehr von der Formulierung. Das ist der aktuelle Stand. Wie sieht das aus? Jetzt dieser aktuelle Entwurf in der Version der KVFN. Ich habe die Texte hier. Ich denke, es macht nicht viel Sinn, wenn wir das jetzt vorlesen. Ihr könnt es selbst lesen für euch. Ich habe es versucht, ein bisschen auseinanderzunehmen. Grundsätzlich haben wir ein Diskriminierungsverbot. Verboten ist die Diskriminierung hinsichtlich Sender von Daten, also zum Beispiel, was ich vorhin schon gesagt habe, Blick versus Watson. Also wenn Watson neu auf den Markt kommt mit einer, das ist mittlerweile auch schon ein paar Jahre her, das sind kleine Anbieter, die können vielleicht nicht sich eine Überholspur kaufen, mit sehr viel Geld, könnte sich eine Überholspur kaufen, führt dazu, dass die Webseiten von Blick vielleicht eine halbe Sekunde oder Sekunde schneller laden als die Webseiten von Watson, wäre im Prinzip denkbar, dass man solche Dinge einführt. Mit dem Ergebnis, wer Webdesign macht oder Marketing macht übers Netz, der weiß, ein, zwei Sekunden länger ist dramatisch viel, da springen die Kunden ab, die nutzen dann das andere Angebot. Solche Dinge sind nicht mehr zulässig nach dieser Regel, also Diskriminierung nach Sender, Diskriminierung nach Empfänger, also dass das im Prinzip, weil das Netz ist ja indifferent, ob ich Daten aufschicke oder Daten runterlade. Wenn ich einen Cloud-Dienst nutze und Daten hochlade, dann darf der Provider nicht unterscheiden, was das für ein diesmal Empfänger der Daten ist, also wenn ich Swisscom die Cloud habe oder irgendein Nextcloud-Server im Next, dann darf Swisscom die Daten zur eigenen Cloud nicht beschleunigen im Vergleich zu anderen Anbietern. Dann darf man auch nicht unterscheiden zwischen Inhalt, Dienst, Anwendung, Software, das ist ein riesen Aufzählung im Gesetz von verschiedenen Begriffen. Also man versucht wirklich alles zu erwischen, was irgendwie ein Anhaltspunkt für so eine Diskriminierung sein könnte. Das ist wieder dieses Beispiel WhatsApp und Streamer. Diensteklassen, also die Art und Weise oder die Art des Dienstes. Also wir haben zum Beispiel Musikstreaming, wir haben Voice over IP, wir haben Videostreaming, wir haben Messaging, solche Dinge. Auch dass Diensteklassen dürfen untereinander nicht unterschiedlich behandelt werden. Als Grundsatz. Dann das Protokoll oder auch Endgeräte. Das ist noch spannend. Wir haben, was die Endgeräte angeht, eine uralte amerikanische Rechtspraxis, sogenannte Carphone-Praxis, wo man schon gesagt hat, damals bei Telefonen dürfen sie nicht unterscheiden, von welchem Hersteller das jetzt kommt. Das haben wir jetzt eigentlich in der Schweiz bei der Netzneutralität auch im Gesetz. Also man dürfte nicht unterscheiden, wenn der Kunde ein iPhone hat, dann darf man schneller übertragen, als wenn ein Galaxy S hat zum Beispiel. Natürlich, was ich immer sage, wenn das Gerät halt schneller ist, wenn es einen neuen Standard unterstützt, ist das klar. Das ist ja nicht künstlich gebremst und künstlich priorisiert. Aber wenn das Geräte sind mit den gleichen Kapazitäten, mit den gleichen Möglichkeiten, dann darf ich da nicht differenzieren. Wichtig ist vor allem ein weiterer Punkt. Unzulässig ist die Diskriminierung in technischer oder wirtschaftlicher Hinsicht. Da haben wir der EU ein bisschen etwas voraus, mindestens wenn man den Wortlaut anschaut, des Gesetzes. Man darf eben nicht nur diese technische Diskriminierung machen mit den Bremsen,
blockieren oder priorisieren, sondern auch diese wirtschaftliche Diskriminierung, die ich vorhin angesprochen habe, im Fall von Sunrise, das ist Zero Rating, das ist ebenfalls verboten. Man kann sich jetzt fragen, schießt man da nicht über das Ziel hinaus? In der EU hat man für Zero Rating eine Case-by-Case-Beurteilung der Fälle, das heißt, man schaut sich im Einzelfall an, ob es möglicherweise wettbewerbsfördernd sein könnte. Ist eigentlich meistens so im Wettbewerbsrecht, dass man auch schaut, ob es vielleicht etwas nützt. Wenn man sich überlegt, dass vielleicht gerade ein Anbieter wie Threema sich in der Schweiz, wenn er einen Deal für Zero Rating bekommt, möglicherweise besser bestehen kann gegenüber den platzhirschen WhatsApp, dann merkt man, dass es möglicherweise vielleicht doch sinnvoll sein könnte, solche Dinge zuzulassen. Ich könnte mir vorstellen, dass man im Einzelfall, wenn man die Verordnung schreibt, da ein bisschen in die Richtung geht, dass man doch solche Differenzierungen zulässt, aber immer unter der Voraussetzung, dass es wirklich eben wettbewerbsfördernd ist und nicht wettbewerbsbehindert. Gut, wir haben diese beiden Varianten von Diskriminierung, die verboten sind. Dann haben wir, das entspringt auch dem, was wir in der Europäischen Union haben, eine ganze Reihe von Ausnahmen. Auch hier habe ich das wieder ein bisschen auseinandergenommen. Wir haben zuerst eine Ausnahme für Fälle, in denen eine gesetzliche Vorschrift oder ein Gerichtsentscheid zu befolgen ist durch den Provider. Beispiel, nicht so beliebt hier, klar, Netzsperren gegen Kinderpornografie. Das ist die Baustelle von Bern-Höhenheisen, da werden wir nachher noch was dazu hören. Wenn das Gesetz sagt, dass ein Provider eine Netzsperre einrichten muss gegen bestimmten Content, bestimmte Quellen, dann ist klar, da muss der Provider sich dann halten, da kann man nicht sagen, nachher die Netzneutralität führt dazu, dass wir das trotzdem durchleiten dürfen. Also ein solches Spezialgesetz würde vorgehen. Das ist mal die erste Ausnahme, die im Gesetz so drinsteht. Zweite Ausnahme ist die Integrität oder Sicherheit des Netzes, der über dieses Netz erbrachten Dienste oder der angeschlossenen Endgeräte. Also wenn ein Provider Maßnahmen trifft, um einen Denial-of-Service-Attack abzuwehren, dann ist es nicht eine Verletzung der Netzneutralität, sondern es ist selbstverständlich weiterhin zulässig. Das sind diese Fälle, das ist auch im Gesetz als Ausnahme. Nächster Punkt. Die Provider dürfen Informationen, das ist immer diese Einleitung, unterschiedlich übertragen, wenn dies erforderlich ist, um einer ausdrücklichen Aufforderung der Kundin oder des Kunden nachzukommen. Hier spricht man von Consumer Tiering und dieses Consumer Tiering hat in der Debatte um die Netzneutralität eigentlich seit jeher, hat das als unproblematisch gegolten, und zwar, wenn man sich überlegt, Netzneutralität, da geht es immer um die gleichlangen Spieße. Und wenn ich als Kunde entscheiden kann, okay, ich will jetzt WhatsApp priorisieren und nicht Threema, oder umgekehrt, ich will Threema priorisieren und nicht WhatsApp, oder ich will Threema Zero Rated und nicht WhatsApp oder umgekehrt. Wenn ich als Kunde das entscheiden kann, dann sind ja die Spieße der Anbieter gleich ab. Und wenn es am Kunden liegt, ist es kein Problem. Der Kunde kann solche Dinge entscheiden und deshalb hat man das als Ausnahme hier reingeschrieben. Nächste Ausnahme sind vorübergehende und außergewöhnliche Netzwerküberlastungen, die man bekämpfen darf, sogenanntes Verkehrsmanagement. Da gibt es noch einen zweiten Satz, dass eben gleiche Arten von Datenverkehr, also diese Klassen, von denen ich vorher gesprochen habe, dass man die gleich behandeln muss. Verkehrsmanagement ist dazu da, Überlastungen im Netz vorzubeugen, also man stellt sich vor, es gibt so eine einsame Mobilfunkantenne an einem Bahnhof vielleicht, und am Abend kommt irgendwie ein Zug und da kommen 10.000 Leute, es kommen 1.000 Leute raus, 500 Leute raus, da ist die Antenne überlastet und da gibt es Leute, die möchten vielleicht YouTube-Videos schauen und die alle anderen können dann nicht mehr e-mailen, weil das YouTube alles verstopft. Das sind die Ideen, die der Provider hatten. Er hat gesagt, da muss man irgendwelche Möglichkeiten zulassen. Das Problem hier bei Verkehrsmanagement ist, dass man hinter diesen Maßnahmen zur Bekämpfung solcher Überlastungen sehr, sehr viel verstecken kann, dass man immer vorschicken kann, wir haben ja da nur eine Überlastung, einen Schutz vor Überlastung, aber eigentlich im Hintergrund hat man dann eben trotzdem eine Diskriminierung, die sachlich gar nicht gerechtfertigt ist. Deshalb hat man hier eine relativ detaillierte Norm reingeschrieben. Und zwar sagt man, die Überlastungssituationen müssen vorübergehend sein, weil wenn es dauernd überlastet ist, dann musst du einfach eine zweite Antenne hinstellen.
muss außergewöhnlich sein, deshalb würde ich meinen, sind diese Fälle, wo eine Antenne irgendeinem Bahnhof überlastet ist, jeweils am Abend, wenn die Pendler kommen, das würde eben nicht darunter fallen, sondern das sind vielleicht Situationen, wo man einen Notfall hat, eine Naturkatastrophe oder so etwas, und diese Infrastruktur ist überlastet, da sagt man, okay, da müssen wir gewisse Dienste, Notfalldienste etc. müssen wir priorisieren können, das sind diese Fälle, die damit abgedeckt werden. Weiterhin wichtig ist, dass gleiche Arten von Datenverkehr gleich zu behandeln sind, also wir dürfen nicht in so einer Situation, also selbst wenn es zulässig wäre, da die Situation beim Bahnhof, wir dürfen nicht YouTube blockieren, verlangsamen, weil man sagt, wir brauchen alle YouTube und andere Videoanbieter nicht. Also man müsste sich dann überlegen, okay, alles, was Video ist, würde man da in dieser Situation jetzt ein bisschen runter, würde man verlangsamen, damit eben für die anderen Anwendungen, die vielleicht ähnlich wichtig sind, aber weniger Daten brauchen, mehr Kapazität verfügbar ist. Was ich sage, wir haben ein Risiko, dass das missbraucht wird, aber die Norm trägt dem eigentlich Rechnung, indem sie eben diese Außen- oder diese Gegenausnahmen macht, also es darf nur, oder indem sie beschränkt, ich muss anders sagen, indem sie die Ausnahmen beschränkt auf vorübergehende und außergewöhnliche Netzwerküberlastungen und zudem sagt nur, dass man gleich auch den Datenverkehr gleich behandeln muss. Damit muss ich sagen, kann ich sehr, sehr gut reden. Wir haben gesehen, es gab dann am Schluss im Ständerat noch diese zusätzliche Ausnahme rein für sogenannte Spezialdienste. Da steht im Gesetz, die Internetprovider dürfen neben dem Zugang zum Internet über denselben Anschluss andere Dienste anbieten, die für bestimmte Inhalte, Anwendungen oder Dienste optimiert sein müssen, um die Qualitätsanforderungen der Kundinnen und Kunden zu erfüllen. Dann steht noch, die anderen Dienste dürfen nicht als Ersatz für Internetzugangsdienste nutzbar sein oder angeboten werden und sie dürfen nicht die Qualität der Internetzugangsdienste verschlechtern. Ein bisschen aufgedröselt. Spezialdienste sind Dienste, die über denselben Breitbandanschluss des Kunden laufen. Die logisch getrennt sind vom offenen Internet und breiten Netz. Also es kann ein IP-Netz sein, aber es muss ein anderes IP-Netz sein als dasjenige, in dem die Internetgeräte des Kunden hängen. Und diese Dienste haben andere eigene Regeln zur Datenpriorisierung. Zum Beispiel Ende zu Ende Quality of Service. Das sind diese Fälle von IPTV, wenn ihr Swisscom TV zu Hause habt. Swisscom TV ist gerade im Fall, wo die Leitung zu euch nach Hause ein bisschen zu eng ist, hat Swisscom TV eine gewisse Priorisierung gegenüber dem normalen Internetübertragung. Das heißt, wenn ihr gleichzeitig einen Download macht, einen Fernseher schaut, wird der Download langsamer und das Fernsehen bleibt immer gleich schnell. Das ist der Grund, warum das seit jeher gemacht hat. Ähnliche Situationen gibt es bei Voice over IP und vor allem bei Voice over LTE, das ist im Bereich 5G, wird das diskutiert, dass man zusätzlich zum normalen Mobilfunk oder im Rahmen des normalen Mobilfunkverkehrs bestimmte Dienste, vor allem Voice-Dienste, eben priorisieren kann, dass die qualitativ besser rüberkommen. Weitere Beispiele, die unter anderem in einem Papier, das WACOM, auftauchen, das neu erschienen ist zu Anfang der Kommission, sind Internet of Things. Das verstehe ich nicht, weil Internet of Things ist etwas, das sehr, sehr langsam funktioniert. Gut, man könnte sich überlegen, ob da etwas wichtig ist, dass die Information wirklich zugestellt wird. Latenz ist nicht wichtig, aber Zuverlässigkeit ist wichtiger, weil häufig bekommt man kein Feedback, wenn etwas verschickt wird. Könnte sein, dass das begründet wird, damit ich sehe es eigentlich eher nicht. Dann auch das stetige Argument, dass eben vernetzte Fahrzeuge eine gute Qualität beim Internet brauchen. Also gerade das Gesetz gesagt, ich möchte nicht in einem autonomen Fahrzeug sitzen, das einen Unfall baut, wenn die Internetverbindung am Anfang ist. Das kann es nicht sein. Man hat auch damals, das haben irgendwie, glaube ich, die deutschen Internetprovider erfunden, diese Idee, dass eben vernetzte, diese autonomen Fahrzeuge, vernetzte Fahrzeuge, dass die besonders gute Internetqualität brauchen, deshalb hat man dann darauf verwiesen, dass eben die Netzneutralität schlecht wäre und das verhindern würde. Da hat man dann mal gefragt bei der Autoindustrie, wie denn das sei und wie das wirklich brauchen, die wussten von nichts. Also, ich sehe das Beispiel nicht, aber Voice-IP, IPTV, kann sein, dass man das braucht. Wenn man jetzt das aber anschaut, ich komme gleich darauf zu sprechen, ist der Vorteil, den Sie bekommen, durch die Norm gar nicht so groß. Auch hier ist wichtig, dass Spezialdienste erhebliche Risiken bringen.
bringen für die Marktverzerrung. Deshalb hat man das doch sehr stark bekämpft. Wir haben auch von der DigiGuess aus noch versucht zu bremsen. Wir haben gesagt, es reicht eigentlich, wenn man dieses Consumer Tiering zulässt. Die können ja dann in dem Moment, wo ein Verbraucher halt IPTV möchte oder wirklich hochqualitativ Fernsehen schauen möchte, können sie von dem eine Einwilligung holen, dass sie das Fernsehen priorisieren dürfen, und dann ist das kein Problem. Da darf man das tun. Sie haben es trotzdem eingefügt ins Parlament und hat bei der EU geschaut, wie sie es machen. Ich schaue jetzt mal kurz noch das Ganze an, was da drin steckt. Eben, erstes Kriterium, es muss optimiert sein für bestimmte Inhalte, Anwendungen oder Dienste, also eben Voice, IPTV, um die Qualitätsanforderungen der Kunden und Kundinnen und Kunden zu erfüllen. Es muss, steht da drin. Wenn das nichts bringt, diese Priorisierung, technisch, dann darf sie auch nicht erfolgen. So verstehe ich es. Zweitens, es darf nicht als Ersatz für Internetzugangsdienste nutzbar sein. Also ich kann nicht quasi einen Special Service machen und dann über den einfach normales Internet übertragen und dann sagen, das ist nicht richtiges Internet, da darf ich priorisieren, wie ich will. Das geht nicht, das wäre eine Umgehung. Und was auch nicht geht, und das ist jetzt wichtig, es darf nicht die Qualität des normalen Internetzugangsdienstes verschlechtern. Also der Fall, wo mit IPTV, den ich vorhin erwähnt habe, also dass die Leitung ein bisschen knapp ist, und IPTV drängt dann das Internet, muss man sich fragen, ob das geht. Möglicherweise ist es aber auch so gedacht, dass einfach das Internet als Ganzes nicht verschlechtert werden darf durch diese Spezialdienste. Und da muss ich sagen, haben wir eigentlich gar nichts gewonnen mit dieser, hätten wir gar nichts gewonnen mit dieser Einschränkung. Ich verstehe es eigentlich eher so, dass der Kunde zumindest, dass der Kunde seinen eigenen Fernsehdienst nutzen können muss, ohne dass der beeinträchtigt wird von einem IPTV-Kanal. Kritik daran, wie gesagt, das habe ich vorhin schon gesagt, das mit dem Consumer Tiering, das würde eigentlich ausreichen aus unserer Sicht. Wir haben hier eine komplizierte Norm, die gar nicht nötig ist, die möglicherweise Schlupflöcher schafft, das ist ungünstig. Dann ist die Frage mit diesem optimiert sein müssen. Es ist immer eine Abwägung, ist das jetzt wirklich etwas, das technisch noch nötig ist? Ist es für den Kunden zumutbar, dass alle 20 Minuten mal kurz ein Video-Bild ist? Oder ist es nicht zumutbar? Das ist alles, sind Graustufen, da wird es Diskussionen geben, das ist klar. Dann steht da oben, es darf nicht als Ersatz für Internetzugangsdienste nutzbar sein. Für mich würde sich eigentlich eher die Frage stellen, ob ein Spezialdienst als Ersatz geeignet ist für einen Dienst, der sonst übers Internet läuft. Also wenn ich einen Voice-Dienst priorisiert habe, als Spezialdienst, steht er ja in Konkurrenz zu anderen Voice-over-IP-Diensten. Und das ist das Problem. Wir hatten da eine Wettbewerbsverzerrung. Und ich finde, in dem Moment, wo ein Produkt auf den Markt kommt, das qualitativ vergleichbar ist mit einem anderen Produkt, das schon existiert im Internet, dann braucht es keinen Spezialdienst. Und das hätte ich gerne gesehen in dieser Norm, ist aber nicht drin. Nächste Frage ist noch, ob das nur für eigene Dienste gelten darf, also wenn Swisscom TV macht, oder ob sie das vielleicht auch diese Überholspur irgendwie dritten anbieten dürfen, ist nicht geklärt in der Situation. Gut, Unterschied zwischen dem, was jetzt im Entwurf steht und dem, was wir in der DigiGuess gesagt haben. Zuerst die Ausnahme für Spezialdienste, die wollten wir nicht. Sie ist jetzt drin, ich kann mit Zähneknirschen damit leben. Das mit dem Unterzahl, das hat man nicht drin. Ebenfalls muss ich sagen, wenn wir den Schweizer Markt anschauen, es gibt Internetprovider bis heute, wo ich problemlos einen eigenen Router mitbringen kann. Also es ist nicht ein extrem akutes Problem. Der Wettbewerb spielt bis zu diesem Grad. Und was auch nicht drin ist, ist das Peering, nicht geregelt ist, also die Zusammenschaltung von diesen Netzen des Internets. Da muss ich sagen, kann ich auch damit leben, weil eigentlich haben wir das schon geregelt im Fernmeldegesetz. Wir haben im Moment einen Fall, was genau vor dem Bundesverwaltungsgericht ist, ob das jetzt darunter fällt. Wir haben schon mal gesagt, es fällt darunter, es sollte eigentlich gehen. Was wir gerne gehabt hätten, noch das Peering bei nur sogenannten marktmächtigen Unternehmen schon verpflichtend ist. Heute ist es so, das Fernmeldegesetz sagt, dass es nur marktbeherrschende Unternehmen zu verpflichtet sind. Für mich als Wettbewerbsrechtler macht das einen entscheidenden Unterschied. Marktbeherrschend ist man dann, wenn der Kunde, also das
weder ein anderes Telekom-Unternehmen nicht ausweichen kann, wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gibt. Das ist sehr eng, das sind sehr seltene Fälle. In der Schweiz gibt es vielleicht nur Swisscom, die ab und zu mal abgewaschen ist. Marktmächtig wäre zum Beispiel vielleicht dann auch Sunrise Knowledge. Ja, das hatten wir eigentlich im Sinn, als wir diesen Vorschlag geschrieben haben für die DigiGES, das kam nicht rein. Aber wir haben mindestens das, was im Fernmeldegesetz steht, haben wir bereits. Fazit: Das Gesetz ist besser, das muss ich einfach hier mal sagen, als ich mir das noch vor wenigen Monaten je erhofft hätte. Ich habe damit gerechnet, dass möglicherweise sogar die Version des Bundesrates mit den Transparenzpflichten noch rausfliegt. Die Süßen hat das versucht am Anfang. Und letztlich haben wir eine ziemlich griffige Regulierung drin. Als Kompromiss ist das absolut tauglich, finde ich. Unterzwang, wie gesagt, war nicht unbedingt nötig. Wir hatten Wettbewerb grundsätzlich. Peering ist bereits im Fernmeldegesetz. Und die Ausnahme des Spezialdienstes ist aus meiner Sicht einigermaßen ausreichend eng formuliert. Die Anwendung hängt auch sehr stark von der Praxis der Behörden ab. Aber also wenn ich mir das Backup anschaue, da gibt es Leute, die durchaus pro Netzneutralität sind. Also es ist nicht so klar, dass das Backup da jetzt einfach die Schleusen öffnen wird und das wird problemlos durchgehen. Alles, was die wollen, also die werden diese Normen anwenden und sie werden sie anwenden mit der Perspektive Gleichheit der Chancen. Gut, soviel zur Netzneutralität. Nur ganz kurz noch, Glasfaser. Was wollte der Bundesrat? Das hier. Was macht das Parlament? Das hier. Gar nichts. Das ist raus. Und das ist schade. Wir haben in den nächsten Jahren eine Swisscom, die schafft es, den bisherigen Monopolzustand aus dem Kupferbereich in den Glasfaserbereich überzuretten. Und es ist extrem bedauerlich, dass man diese Chance nicht nutzt, da dem einfach zu gewinnen. Ist schade. Gut, ich glaube, Zeit für Fragen haben wir, glaube ich, nicht. Vielen Dank, Simon. Wir haben draußen noch kurz eine Frage, ob jemand meldet. Vielen Dank für den Vortrag. Vielleicht eine kurze Frage: Wie werden praktisch gesehen so Verletzungen der Netzneutralität festgestellt? Das ist die große Diskussion, dass man hat so Messverfahren, grundsätzlich, das gibt es ja schon auf europäischer Ebene schon im Plan, dass man, ich weiß nicht genau, wie es im Detail läuft, dass man stellt ein paar Rechner ins Netz und die versuchen, diese Daten abzurufen, man schaut, man erstellt Statistiken und man sieht das relativ schnell an so einer Statistik, ob es nicht funktioniert. Was auch passiert, ist klar, wenn man als Kunde das Gefühl hat, dass eine Netzneutralitätsverletzung vorliegt, dann kann man das Backup kontaktieren und sie darauf hinweisen und nachher werden die Messungen vornehmen und dann wird man diesen Provider anfragen, wo das Problem ist, wo wir sich das verwerten, ist eine Differenz. Also technisch machbar ist es. Sonst noch Fragen? Okay, dann können wir hier aufhören. Vielen Dank, Simon. Es geht dann weiter um 17 Uhr.